Einsatz für Christoph 32 in Ingolstadt. Ein Mensch braucht Hilfe. Jede Minute zählt. Nur ganze zwei dauert es, bis die vier Männer, Notarzt, Rettungsassistent, Pilot und Co-Pilot starten können. In spätestens 15 Minuten ist das Team beim Patienten, im Umkreis von 50 Kilometern. Im gelben Hubschrauber auf Rettungsflug über 1000 Mal im Jahr und doch kein Routinejob, denn es geht um Menschenleben. Es war vor 3 Jahren, wir hatten einen Notfalleinsatz, Verkehrsunfall. Das Kind wurde vom Auto überrollt und war klinisch tot. Es hatte also keine Herzfrequenz mehr. Und wir haben das Kind dann reanimiert und unter Reanimationsbedingungen ins Klinikum geflogen. Und das Kind hat überlebt. Ohne Folgeschäden, geht jetzt zur Schule und ich konnte mich mit dem Kind unterhalten und es war ein echt gutes Gefühl. Trotzdem fühlen sich die Männer der ADAC-Luftrettung nicht als Helden oder gar als Engel mit eisernen Flügeln. Sie machen ihren Job, sagen sie, wie jeder andere Rettungsdienst auch. Der Hubschrauber hat nur einen Zweck, den Notarzt so schnell wie möglich zum Patienten zu bringen. Und das geht in ländlichen Gebieten nun mal schneller durch die Luft als über die Landstraße. Ob Verkehrsunfall oder Herzinfarkt, Privat- oder Kassenpatient, die Luftrettung kommt zu jedem. An diesem Tag ist eine 25-jährige Fußgängerin von einem Lastwagen angefahren worden. Der LKW-Fahrer hatte eine rote Ampel übersehen. Die junge Frau ist lebensgefährlich verletzt. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt für Kopfverletzungen hatte. Aber man musste von schweren Verletzungen im Kopf, also Blutungen, ausgehen. Und da spielt der Faktor Zeit unter Umständen eine ganz große Rolle. Ja. Und da kommt es dann auch zum Teil auf 5 oder 10 Minuten an. Der Rettungshubschrauber bringt die schwerverletzte Frau ins nahegelegene Augsburger Klinikum. Notarzt und Rettungsassistent kümmern sich um die Patientin, versorgen sie mit starken Schmerz- und Betäubungsmitteln, überwachen ihre Herz- und Kreislauffunktionen. Bei der Landung in Augsburg ist der Zustand der Schwerverletzten stabil. Das Hubschrauberteam übergibt sie der Obhut der Klinikärzte. Christoph 32 ist speziell für solche Notfälle ausgerüstet. Also dieser Rettungshubschrauber ist identisch mit der Ausstattung eines Notarztwagens. Wir haben die Möglichkeit, auch 2 Patienten zu transportieren. Hier sieht man zum Beispiel ein Vakuumbett, auf dem kann man schwerverletzte Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen fachgerecht lagern und zur Spezialklinik fliegen. Da der Rettungshubschrauber vom Platz natürlich weit mehr beengt ist wie ein Rettungswagen, ist ja alles auf kleinerer Fläche untergebracht. Hinter mir, direkt hinter dem Sitz, befinden sich die Sauerstoffflaschen. Neben mir ist ein sogenanntes EKG mit Defibrillator, was auch transportabel ist zum Patienten. Außerdem an Bord ein Beatmungsgerät für Patienten, die in Narkose versetzt werden müssen. Doch der Rettungshubschrauber kommt nicht nur zu Schwerverletzten. Diesen Jungen hat eine Wespe in den Mund gestochen. Zum Glück besteht keine Erstickungsgefahr. Für die anderen Badegäste auf jeden Fall ein aufregender Nachmittag. Schließlich landete ein gelbes Flugobjekt zwischen ihren Autos. Eine ziemlich enge und nicht ungefährliche Parklücke. Ich sollte immer einen Landeplatz aussuchen, der leicht ausreicht. Aber das ist halt ein Problem, wenn man schnell beim Patienten sein will, dann will man natürlich auch in unmittelbarer Nähe dort landen. Und wenn ich erst einen Kilometer weiter am Sportplatz lande, dann braucht der Arzt nochmal 10 Minuten. Rettungshubschrauberpiloten müssen aber nicht nur Routine bei der Landeplatzwahl beweisen. Jeder Einsatz birgt Unvorhersehbares und erfordert volle Konzentration. Ich weiß also nicht, wie die Unfallstelle aussieht. Ich weiß nicht, wie der Weg dorthin aussieht. Ich weiß oft nicht, wie die genauen Wetterverhältnisse dorthin aussehen. Und ich muss immer sehr kurzfristig und sehr schnell entscheiden, was die richtigen Maßnahmen sind und sein werden. Der ADAC unterhält insgesamt 23 der 50 Hubschrauberstationen in Deutschland. Ein nicht ganz billiger Einsatz. Seit 1981 musste der Automobilclub mehr als 110 Millionen Mark für die Luftrettung bezahlen, aus der Beitragskasse. Da befinden wir uns in voller Übereinstimmung mit unseren Mitgliedern, dass wir diese Dinge tun, obwohl sie nicht nur auf Mitglieder beschränkt sind, sondern eben auch dem Allgemeinwohl dienen. Auch Bund und Sozialversicherungsträger beteiligen sich an den Kosten für die Rettungshubschrauber. Eine Flugstunde kostet rund 86 Mark.
Und Christoph 32 in Ingolstadt und seine Kollegen sind jeden Tag im Einsatz, von morgens 7 Uhr bis Sonnenuntergang. Kaum sieht der Autofahrer im Straßenverkehr Blaulicht, schon steigt der Adrenalinspiegel. Normalerweise bedeutet das Blaulicht ja Unfall, Lebensgefahr oder sogar Tod. Und dabei wird man nun mal nervös. Doch wenn sich ein Fahrzeug mit Blaulicht nähert, ist das Gegenteil von Nervosität gefordert. Bitte bleiben Sie ruhig. Für das Unfallopfer geht es um Sekunden und für den Rettungswagenfahrer um seine eigene Sicherheit. Fahren Sie bitte wirklich sofort rechts ran, wenn Sie Blaulicht sehen oder Sirenengeheul hören. Viele Autofahrer machen es nicht, aber im Stadtverkehr sind Sie auch dazu aufgefordert, dann rechts ran zu fahren, wenn der Wagen mit Blaulicht Ihnen entgegenkommt. In der Stadt sind die Straßen leider oft zu eng, als dass eine halbe Straßenseite genug wäre, dass der Wagen mit Blaulicht durchkommen könnte. Ich bin schon öfters gefragt worden, ob man in einem solchen Fall, wenn man rechts ranfährt, ganz zum Stillstand kommen muss oder ob man auch im Schritttempo weiterrollen kann. Nun, ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, wenn man komplett zum Stillstand kommt. Für den Fahrer des Autos mit Blaulicht ist es auf jeden Fall einfacher, sich durch eine stehende Kolonne zu manövrieren, als wenn diese noch am Rollen wäre. Der Stress für den Rettungswagenfahrer ist so natürlich wesentlich geringer und die Unfallgefahr auch. Auch wenn Sie an einer grünen Ampel stehen, mogeln Sie sich bitte nicht noch drüber, sondern bleiben Sie stehen und lassen das Rettungsfahrzeug passieren. Wenn Sie an einer roten Ampel stehen, dürfen Sie ein Stück in die Kreuzung hineinfahren, um so den Weg für das Rettungsfahrzeug freizumachen. Die anderen Autofahrer, die grün haben, dürfen dabei natürlich nicht gefährdet werden. Auf Landstraßen und Autobahnen ist der Stau vor dem Unfall das größte Problem. Auf engen Landstraßen muss der Blaulichtwagen dann in der Mitte oder auch auf der linken Fahrbahnseite fahren. Deshalb halten Sie auf engen Landstraßen bitte genau wie im Stadtverkehr Ihr Auto komplett an. Wenn die Kolonne, die der Rettungswagen überholen muss, so wie hier noch langsam weiterrollt, ist das für die Insassen einfach zu gefährlich. Auf der Autobahn sollten bei einem Stau die Autos auf der linken Fahrbahnseite wirklich nach ganz links hinüberfahren. Die Fahrzeuge rechts sollten auf der äußerst rechten Seite der Fahrspur stehen. Bei drei Fahrspuren sollte die Gasse zwischen der mittleren und der linken Fahrspur freigemacht werden. Bitte nicht bis auf die Standspur ausweichen. Die Standspur muss immer frei bleiben, weil das unter Umständen die beste Spur für den Rettungswagen ist. Manchmal kann der Krankenwagen nur auf der Standspur bis ganz nach vorne zum Unfall gelangen. Besonders wenn sich auf den Fahrspuren davor die Fahrzeuge ineinander verkeilt haben. Harmlosen Unfall inszeniert. Unser Testauto steht mit laufendem Motor quer auf dem Bürgersteig. Die Fahrerin ist verletzt. Dennoch, kein Autofahrer hält, keiner leistet erste Hilfe. Über zwei Stunden steht der Wagen im Gebüsch. Fazit unserer Testaktion: von ca. 100 vorbeifahrenden Fahrzeugen hielten nur 15 Autos an. Unterlassene Hilfeleistung. Allein im Straßenverkehr könnten so jährlich mehr als 700 Menschenleben gerettet werden. Der größte Fehler ist, bei einem Unfall nicht anzuhalten, sondern einfach weiterzufahren, der Person, die verunfallt ist, nicht zu helfen, keine Erste-Hilfemaßnahmen einzuleiten und auch keine weitere Hilfe hinzuzuholen, wie zum Beispiel den Rettungsdienst, sondern einfach weiterzufahren und die Person dort alleine zu lassen. Ja, es ist also ganz wichtig, dieser Person auch psychisch, seelisch Erste-Hilfe zu leisten. Viele Autofahrer haben die wichtigsten Handgriffe vergessen. Erste-Hilfe-Kurse sind nicht nur sinnvoll für Führerscheinanwärter. Ein regelmäßiger Besuch des Kurses, nämlich alle zwei Jahre, vermittelt auch langjährigen Fahrern Sachkenntnis und Sicherheit. Zuallererst sollten Atmung und Puls untersucht werden.
Das Ausmaß der Verletzung entscheidet über die weiteren Schritte. Bei Herzstillstand ist Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung kombiniert mit richtig angewandter Herzrhythmusmassage lebensrettend. Ist die Wiederbelebung nicht notwendig, wird die verletzte Person vorsichtig auf die Seite gedreht. Die stabile Seitenlage verhindert das Ersticken des Verunfallten. Ganz wichtig dabei, Kopf strecken und Mund öffnen. Einfache Handgriffe, die leicht zu erlernen sind. Trotzdem hält kaum ein Autofahrer an. Die Gründe: Zeitmangel, Selbstgefährdung, Überforderung. Wichtiger, denke ich, ist die Angst, etwas falsch zu tun. Etwas Falsches zu tun. Vor allen Dingen vor einer Menge von sogenannten Gaffern, mit Anführungsstrichen natürlich, die dann das auch kontrollieren, was man tut. Wer anhält, um zu helfen, handelt richtig. Ein erstes Einschätzen der Situation ist notwendig. Danach sollte der Rettungsdienst informiert werden. Helfen sollte jeder, der einen Unfall wahrnimmt. Die Angst vor falscher Hilfeleistung ist unbegründet. Derjenige, der anhält und bei seiner Erste-Hilfeleistung Fehler macht, braucht sich eigentlich keine Sorgen zu machen, dass er dafür später zu haften hat. Denn eine Haftung kommt in diesen Fällen nur bei besonders groben Fehlern in Betracht und dann, wenn man die gebotene Sorgfalt im besonders groben Maße außer Acht lässt. Aber Achtung, telefonieren am Unfallort reicht nicht aus. Wer wegfährt, macht sich strafbar. Geldstrafen oder bis zu einem Jahr Gefängnis drohen dem, der nicht hilft. Bis die Profiretter kommen, vergehen manchmal bis zu 15 Minuten. Ersthelferrettung ist also immer notwendig, selbst bei nur geringen Verletzungen. Und doch fahren immer noch zu viele Autos an Unfallstellen vorbei. Bei einem Unfall entscheiden oft Minuten oder sogar nur Sekunden über Leben und Tod. Wenn Sie selbst in einen Unfall verwickelt sind oder wenn Sie nur sehen, dass jemand wie hier zum Beispiel gegen einen Baum geprallt ist, sollten Sie sofort versuchen, Hilfe zu leisten. Wer bei einem schweren Unfall bis zum Fahrzeug vorgedrungen ist, muss damit rechnen, dass der Fahrer ohnmächtig geworden ist. Das heißt, man muss ihn irgendwie herausholen. Wenn man dann die Tür öffnen will, kann es passieren, dass die aufgrund des Unfalls so verklemmt ist, dass man sie nicht mehr aufbekommt. Jetzt sollte man hier nicht zu viel herumzerren, sondern ganz einfach herübergehen auf die andere Seite zur anderen Tür, denn nach einem Unfall ist normalerweise immer nur eine Tür verklemmt. Jetzt wird es natürlich besonders schwierig, weil das Knöpfchen unten ist. In dem Fall hilft nur noch der Nothammer, um die Scheibe einzuschlagen. Wer keinen Hammer hat, kann auch einen Stein nehmen, aber ein Hammer ist auf jeden Fall besser. Das nächste Problem, was passieren kann, ist, dass das Gurtschloss klemmt. Da hilft dann nur noch das Gurtmesser. Und so können wir unseren Fahrer aus dem Sitz befreien. Die klassische Methode ist, mit beiden Armen unter den Achseln des Opfers durchzugreifen und mit beiden Händen den Unterarm zu halten. So kann man auch einen Erwachsenen gut aus dem Auto bergen. Zuerst müssen wir die Vitalfunktionen kontrollieren. Ist der Herzschlag da? Ist die Atmung vorhanden? Wir kontrollieren, ob die Zunge verschluckt ist. Und dann bringen wir das Opfer in die stabile Seitenlage. Den Arm hier drunter. Dann das Bein anwinkeln. Und so drehen wir das Opfer herum. Ziehen den Arm hinten durch. Wo ist er denn? Hier. Winkeln ihn an und jetzt den vorderen Arm anwinkeln, die Hand unter das Gesicht legen, den Kopf in die Überstreckung bringen und so öffnet sich auch der Mund. Wenn Sie zu zweit sind, hat Ihr Partner in der Zwischenzeit hoffentlich bereits Polizei und Notarzt alarmiert.
noch einmal gesagt, damit Sie solche Verletzten aus schwer zugänglichen Unfallautos auch wirklich bergen können, sollten Sie immer den Nothammer mit dem Gurtmesser in Ihrem Auto dabei haben. Der Frühling ist da und damit steigt die Zahl der Motorradfahrer wie jedes Jahr rapide an. Leider steigt nicht nur die Zahl der Motorradfahrer, sondern auch die der Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern sehr stark an. Wie schnell ist es passiert, zum Beispiel in einer Kurve? Es reicht schon ein bisschen Feuchtigkeit oder Dreck auf der Fahrbahn und das Motorrad rutscht weg. Wer einen solchen Unfall beobachtet hat, sollte auf keinen Fall weiterfahren. Hilfe ist das Gebot der Stunde. Das Wichtigste nach einem Crash ist erst einmal die Unfallstelle abzusichern. Wenn Sie als Autofahrer unterwegs sind, stellen Sie Ihr Fahrzeug ungefähr 10 Meter vor die Unfallstelle und schalten Sie die Warnblinkanlage ein. Und dann schnell das Warndreieck aufstellen, das sollte ungefähr 100 Meter vor dem Unfall stehen. Wenn Sie mit dem Motorrad unterwegs sind, haben Sie normalerweise ja kein Warndreieck dabei. Aber auch hier gibt es eine Lösung, die sogenannte Warnhaube, die Sie über den Helm ziehen und an dieselbe Stelle stellen, wo Sie normalerweise das Warndreieck aufstellen würden. Diese Warnhaube wurde vom Institut für Zweiradsicherheit in Essen entwickelt und kann über den normalen Motorradfachhandel bezogen werden. Jetzt aber endlich zum Unfallopfer selbst. Bevor wir ihn in die stabile Seitenlage bringen, müssen wir ihm zuerst einmal den Helm abnehmen. Früher vertraten die Experten folgende Meinung, dass der Helm draufbleiben sollte, um Wirbelsäulenverletzungen zu vermeiden. Heute wird aber die Gefahr, dass der Verunglückte an seinem Erbrochenen oder an seiner eigenen Zunge erstickt, als die größere angesehen. Ziehen Sie dem Opfer auf jeden Fall zuerst den Helm aus. Nachdem das korrekterweise aber nur zu zweit richtig hinzukriegen ist, halten Sie sich bitte noch einen zweiten Helfer an. Während ich versuche, das Helmschloss zu lösen, greift der zweite Helfer mit einer Hand unter den Nacken, mit der anderen bringt er den Kopf in Überstreckung und in dem Moment ziehe ich dem Opfer den Helm vom Kopf. Die Überstreckung muss jetzt beibehalten werden und erst dann bringen wir das Opfer in die stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage, das Opfer an der Hüfte etwas anheben, den Arm drunter, das Bein anwinkeln und jetzt an der Hüfte umdrehen, auf die Seite bringen und nun den anderen Arm anwinkeln und so unter den Kopf legen, dass man ihn abstützen kann. Der Kopf bleibt in der Überstreckung und erst am Schluss schauen, ob irgendetwas im Mund befindlich ist. Wie man den Helm am besten aufbekommt, ist auf einen solchen Aufkleber zu sehen. Wer für seinen eigenen Helm seinen Aufkleber haben will, der soll sich ans Institut für Zweiradforschung in Essen wenden. Die Erstversorgung ist jetzt abgeschlossen und wenn Sie zu zweit sind, ein Helfer bleibt beim Opfer und das nächste, was gilt, so schnell wie möglich den Notarzt alarmieren. Eine Rotte Wildschweine hat diesen Unfall verursacht. 5 Autos rasen ineinander, ein Autofahrer stirbt, 3 werden schwer verletzt. Ein Reh will über die Bundesstraße, 18 Schwerverletzte, als der Reisebus von der Straße abkommt. Ein Ehepaar stirbt in seinem Auto, als der Fahrer dem Tier ausweichen will. Mehrere Wildschweine auf der Autobahn, ein Lastwagen und 2 Autos können nicht mehr ausweichen. Überall war Blut auf der Fahrbahn, die Wildschweine waren zum Teil auseinandergerissen und eben diese schwer verletzten Menschen, die dort auf der Fahrbahn lagen oder teilweise auch im Böschungsgraben, das war schon ein erschreckendes Bild, was sich einem da bot. Tödlicher Wildwechsel, überraschend nur für jene, die den Rhythmus der Natur nicht kennen. Also jahreszeitlich gesehen passieren die meisten Wildunfälle im Frühjahr und im Herbst. Und tageszeitlich jeweils morgens und abends in der Dämmerung. In dieser Zeit werden zu
zum Teil die weiblichen Stücke von den männlichen Stücken gejagt. Dabei werden auch Straßen passiert, alte Wechsel, die das Wild seit Jahrhunderten einhält, werden dort eingehalten. Und besonders dann können Wildunfälle natürlich passieren. Wildunfälle sind mit keinem anderen Autounfall zu vergleichen. Familie Neumann aus Langenhain hat diese Erfahrung machen müssen. Also mir kam es vor, als ich den Wagen nachher anschließend gesehen habe, das Reh, als wenn das förmlich explodiert ist im Wagen. Das waren ja die Gedärme, die Innereien und so, die lagen all kreuz und quer im Wagen rum. Dann der Mageninhalt, der hing also, ist regelrecht durch den Wagen geschleudert worden. Was dann noch so alles mit Gras und so halb verdautes Gras, also das war unheimlich ekelhaft. Also. Es stank eh. Es stank auch noch eine Weile danach, ja, so an Klamotten überall hing das Gesicht. Das Reh sprang von rechts auf die Fahrbahn. Es durchschlug die Windschutzscheibe, schoss durch den Wagen, krachte dann durch die Heckscheibe. Ja, das Erste, was ich jetzt gedacht habe, war halt, dass hoffentlich ist niemand etwas passiert. Und dadurch, dass ich ja durchs Fahren mich gar nicht irgendwie umgucken konnte, sondern auf den Verkehr noch konzentrieren muss, konnte ich absolut noch nichts abschätzen, was jetzt passiert ist. Und ich war immer noch der Meinung, das Reh wäre eigentlich nur gegen die Windschutzscheibe geknallt. Autofahrer unterschätzen die Masse der Tiere. Ingenieurversuch in Schweden. Ein künstlicher Elch auf der Fahrbahn. Der Aufprall drückt den Wagen tief in die Federn. Warum Autoinsassen durch Wildtiere so gefährdet sind, wissen Unfallforscher in Hannover. Sie machen ihre Crashtests mit mannshohen Puppen, weil es Tierdummies bisher nicht gibt. Nun, man kann die Kollision eines Tieres mit einem Pkw vergleichen mit der Kollision eines Pkw mit einem Fußgänger. Nur, dass dieses Tier dynamischer ist, flexibler ist als der Fußgänger. Und ansonsten, auch wenn wir an große Tiere denken, wie Kühe und Pferde, dass dann eigentlich die Wucht wesentlich stärker ist. Aber dennoch ist es vergleichbar mit einer Kollision eines Fußgängers. Der Versuch zeigt, ähnlich wie beim Reh liegt auch beim Menschen der Schwerpunkt hoch. Deshalb wird die Puppe in die Windschutzscheibe geschleudert. Wenn's knallt, ist es zu spät. Deshalb setzt die Landesverkehrswacht Niedersachsen auf Fahrertraining. Wichtigste Punkte: gekonntes Ausweichen und richtiges Bremsen. Der Fuß wird umgesetzt auf die Bremse, machen Sie mal bitte. Und richtig massiv drauf drücken, dass ich immer noch einen leichten angewinkelten Bereich habe. Das heißt, die Kraft kommt jetzt aus dem Oberschenkel und nicht unten aus dem Fußgelenk. Ich muss das Fußgelenk starr halten und dann den sogenannten Büffeltritt massiv in die Bremse rein. Das natürlich auch nur in einer Gefahrensituation. Vollbremsung bei Tempo 60. Alle vier Räder müssen blockieren. Viele Leute können nicht richtig bremsen. Das heißt, sie meinen, sind zwar der Meinung, dass sie das Bremspedal betätigt haben. Wir haben es heute gesehen, wir haben es heute selber erlebt, wie massiv man in eine Bremse das Bremspedal betätigen muss, bevor alle vier Räder bei einem Fahrzeug blockieren. Die hohe Schule ist das Ausweichen auf glatter Straße. Eine Plastikplane präpariert mit Spezialseife. Und das Geheimnis, warum Autofahrer einen Crash oft nicht vermeiden können. Herr Kunert, ich habe jetzt versucht, ein Hindernis auf glatter Fahrbahn zu umfahren. Was habe ich falsch gemacht? Ja, Sie sind ja gegen das Hindernis gefahren. Sie haben das Hindernis ja vor sich hergeschoben die ganze Zeit. Blockierende Räder sind nicht lenkbar. Das heißt, sie sind mit dem Fuß die ganze Zeit auf der Bremse geblieben. Wir haben ein Fahrzeug ohne ABS gehabt. In dem Fall, die Räder haben blockiert, Schrägstellen, sie haben gelenkt und der Wagen ist geradeaus weitergefahren. Der Trick, den die Landesverkehrswacht lehrt, hört sich einfach an, ist aber schwierig umzusetzen. Der Fahrer soll irgendein Ziel am Ende der Strecke fixieren. Nur darauf achten und nicht auf das Hindernis starren. Mit minimalen Lenkbewegungen um das Hindernis herumfahren.
muss die Blickführung dahin richten, wo das, wo die freie Raum ist und wo ich hinfahren möchte. Nicht, ich will weg von diesem Hindernis und dann gucke ich auch auf das Hindernis und schaffe ich das noch. Sondern ich muss auf die freie Fläche gucken, da wo ich hin möchte. Das ist das Entscheidende. Wenn ich da hingucke, fahre ich dann auch dahin. Reicht die Zeit zum Ausweichen nicht, gibt's nur eine Rettung. Vollbremsung. Das hat Elisabeth Kubaschewski aus der Nähe von Peine wahrscheinlich das Leben gerettet. Ihr sprang ein Reh direkt auf die Frontscheibe. Ich bin hier lang gefahren und dann sind drei Rehe auf die Straße gesprungen. Eins davon ist mir voll in die Windschutzscheibe. Es gab einen riesen Knall. Und ich habe nur auf die Bremse gehalten, auf die Bremse und festgehalten das Lenkrad und dann war es das. Vor 5 Jahren war die Blumenhändlerin fast an derselben Stelle noch im Graben gelandet. Wenn man das einmal erlebt hat und falsch reagiert hat, dann reagiert man beim zweiten Mal sicherer, ganz einfach anders. Ne? Lenkrad festhalten, Bremse und geradeaus, das war ganz wichtig. Ne? Das habe ich mir wirklich ganz fest gemerkt und habe es diesmal auch genauso gemacht. Der Schlachtermeister Hans-Jürgen Harbeck aus der Nähe von Hamburg konnte nicht einmal mehr bremsen. Ich wollte nach Hause, bin durch Schenefeld gefahren und hinter Schenefeld kam plötzlich quer vom Wagen eine Kuh, ein Kalb. Ich hatte keine Möglichkeiten überhaupt noch auszuweichen. Als ich diese Tiere rammte, ging die Autohaube hoch. Da stand ich ja total im Dunkeln. Da habe ich den Wagen etwas links rübergezogen, weil ich die Orientierung verloren hatte. Und da war ich auch schon von der Straße ab, in Straßengraben. Ein völlig zerstörtes Auto, er selbst schwer verletzt durch den Aufprall im Graben. Herr Habeck hat eine Schürfwunde im Gesicht gehabt, das war das geringste, eine Brustbeinfraktur, eine Hüftgelenksluxation, also eine Verrenkung des Hüftgelenkes mit Zerstörung der Hüftpfanne. Also solche Verletzungen an der Hüfte treten nur auf bei ganz enormer Gewalt, die auf das Hüftgelenk einwirkt. Herbstzeit ist Wildzeit, deshalb immer bremsbereit sein. Denn die erste Begegnung kann die letzte sein.